Herzlich willkommen zurück zu einem neuen Part von Autopart Traveler. Wir versuchen, das Monster zu finden. I see. Hier hat ein Kampf stattgefunden. Aber nicht unter Tieren. Die Spuren der Verwüstung beschränken sich nur auf eine Seite des Schlachtfeldes. Da die Kampfspuren an den Felsen der Kerben von Stahlwaffen und schwache Fußabdrücke Anzeichen von Menschen. Diese Befiederung ist unverwechselbar. Das ist ein Fall meines Meisters. Er war auch unter den Kämpfern hier. War der Gegner vielleicht dieses Rotauge? Die Spuren führen in den Wald hinein. Wir müssen ihnen folgen. Oh, oh, da kommt was. Herr des Waldes. Der Herr des Waldes ist wohl in übler Stimmung. Es geht los. Wow. Wow. My turn. Ich lege los mit einem Gift. Ich habe ja schon vergiftet. Ich habe FP geklaut? Die wollte ich aber nicht klauen. Einmal abortieren. Es gibt keinen. War auch klar, dass Feuer sein muss. Au, nein. Bestien rufen. Letting the hunt begin. Und Linde. Autsch. Autsch. Letting my arrow fly in true. Out of my way. Okay. Ich hab doch gesagt, es gibt keinen. Oft muss ich es noch sagen, wie du es mal verstehst. Ein Bruch. Here we go. Noch irgendwas kann ich zusammenmischen. Schädlicher Staub. Eis, Wind, Dunkelheit. Dunkelheit. Mist. Coming, if thou darest. Heutzutage. Nein, du machst schön Alberes Abrechnung. Time to steal the show. Alright. Und du machst das letzte Gefecht. Oder Apputation. Letting my arrow fly in. Yeah, coming. Fangen natürlich unsehbar. Pfeilhagel. Ja. Ich hätte auch Linde nehmen können. Kompost. Toll.
I appreciate it. Really? Hm, so kann ich mich auch langsam annähern. Interesting dilemma. A great inferno to scorch the land. Hm. Alright. Und noch eine Apposition. Mist. What next? Einfach nur draufhauen. What is the logical course of action? A great inferno to scorch the land. Ein Objekt nehmen oder nein? Na toll. What next? Nein. Ich muss die nächste Runde abwarten. Bring it on. Was ist es denn geworden? Heilkraut, Verstummung, Blindheit, Verwirrung, Schlaf, Todangst. Blindheit. Quatsch. Verstummung. Try this. Ja. Now, what next? Feuer. Coming, if thou darest. Out of my way. Oder stehlen, versuchen wir was zu stehlen. Mensch. Here goes nothing. Und nochmal schön was abapportieren. Und wir die Abrechnung bitte. Time to steal the show. Coming. Coming. Soll mal Lindo helfen. Okay. Bring it on. Nein. Das war schlecht. Alrighty. Willst du Gefecht? Aber Leute, auch war stärker an dem Moment gewesen. Yo, was soll ich jetzt machen? I appreciate it, really. Hey! Alright. Wow. Das wird erbüßen. My turn. Bargain. Now, what next? Analyse. My turn. I appreciate it. Really. Gut. Now, what next? Objekt nutzen. Nur für dich. Ausfall. Here we go. Oh. Mission. Tröstender Staub. BP, BP. Try this. I'm ready. Are you? Und die Abrechnung bitte.
Okay, das braucht ich. Was ist stärker? Speer oder Hieb? Hieb ist sowieso nicht mehr dabei. Speer. Bring it on. Mehr heilen! Oder... Amputation! Und... Ja. Oh, Liebe des Lebens, L. Ey! Wow, hat sich ja alles verändert. Auf jeden Fall macht dann jetzt, wie hieß das Ding nochmal am meisten Schaden? Objekt nutzen. Wo haben wir es? Olive, Marmelade, Granatapfel. Hier. 2. Letztes Gefecht. Autsch. Ouch. Out of my way. Oh. Weg ist er. Na toll, gar nichts bekommen. Tolle Sache. Ein gewaltiges Biest, aber nicht das Rotauge, nach dem der Master suchte. Das heißt, unsere Beute steckt tiefer im Wald. Ach du liebe Gott, ich weiß, was ein Rotauge ist. Meister! Angefroren, zu steiner Stadt. Welcher Frevel ist hier passiert? Noch ein Fall des Meisters. Hat seine Schicksal ihn geradewegs ereilt, als er seinen Bogen spannte? Eine Notiz am Schaft des Pfeiles. Wer auch immer dies liest. Wahrscheinlich habt ihr dies neben einer verlassenen Figur gefunden. Das bin ich, der Jäger Santa Leibhaftig, mehr oder weniger. Ich werde von den Drittrittern beauftragt, die Biestie zu jagen, die sie Rotauge nennen. Und hier, dem einen, den ich dieses kläglichen Zustand verdanke. Zu Rotauge weitigen Kräften gehört die Fähigkeit, andere zu versteinern. Meine Füße sind schon zu Fels geworden. Mir bleibt nur wenig Zeit für diese Nachricht, bevor der Fluch mich vollkommen einnimmt.
In einem Dorf namens Stillschnee lebt eine Hexe, Susanna. Ich habe gehört, dass ihr dieser Versteinerungsfluch vertraut ist und ein Gegenmittel vielleicht auch. Nur eine schwache Hoffnung, aber die einzige, die mir bleibt. Eine blindwütige Raserei. Dieses muss ein Ende haben. Sie ist viel zu gefährlich, zu grausam. Bitte helft mir, nicht um meinetwillen, sondern wegen der Unschuldigen, die dem Tod geweiht sind, falls diese Kreatur nicht zur Schrecke gebracht wird. Ich hab schon geahnt. Als ich schon den Meister sah, wusste ich, das Viech kann versteinern, Meister. Ach, Hanni, falls du dies liest, bitte verzeih mir, alter Mann, dass ich mein Versprechen nicht einhalten habe. Der alte Dummkopf, selbst während er zu Stein wurde. Du möchtest also bleiben und auf ihn aufpassen? Das ist gut. Ich werde diese Hexe Susanna aufsuchen. Und ich hoffe, dass sie eine Möglichkeit kennt, diesen Fluch zu brechen. Keine Angst, Meister. Wir werden euch retten. Das schwöre ich. Ich soll erst zu Natalia zurückkehren und ihr berichten, was wir gefunden haben. Traurig. Mal sehen, wie sie reagieren wird. Ich wäre nicht sehr erfreut darüber. Ach, da seid ihr ja, meine Liebe. Und? Habt ihr ihn gefunden? Das haben wir. Allerdings... Die Bestie hat ihn in Steine verwandelt? Wenn dieser Brief die Wahrheit sagt, dann ja. Noch weiß ich nicht, wie wir ihn zurückholen können, aber ich werde... einen Weg finden. Zuerst werde ich diese Hexe Susanna suchen. Bei der Jagd bricht man die Verfolgung niemals ab. Das hat der Meister mich gelehrt. Und wenn ich mich wirklich als sein Lehrling erweisen will, dann muss ich diese Jagd zu Ende bringen. In der Tat? Tis true. Das ist schon verrückt. Was denn? Ihr und Santa seid so unterschiedlich, doch im selben Moment habt ihr dasselbe Glanz in euren Augen. Ihr seid beide aus einem Holz geschnitzt, wenn ich euch etwas in den Kopf gesetzt habe. Wenn ihr euch was in den Kopf gesetzt habt. Truly. Ist das so? Ja, ich denke schon, fast wie Vater und Tochter, könnte man sagen. Na toll, wer kommt jetzt? Oh. Wer könnte das sein, wenn ihr mich bitte entschuldigt? Jemand, den du kennst, Mädchen? Indeed. Dachte ich mir doch, dass mir dieses Mautzen vertraut ist. But Elisa,
Was macht ihr denn hier? It's like this. Ihr habt seit Wochen nichts. Wir haben seit Wochen nichts von Sandrist. In seinem letzten Schreiben meint er, dass er in diese Stadt kam, als er die Bestie verfolgte. I see. Das war auch das Letzte, was ich von ihm gehört habe. Was ist hier nur passiert? Du musst mir alles erzählen, was du weißt. Gott sei gnädig, wenn schon ein Jäger mit Santas Fähigkeiten unterliegt. Ich möchte alles hören, was ihr über dieses Rotauge wisst. Ich fürchte, ihr weißt nur wenig. Die Ardant-Ritter haben mich lediglich gebeten, Santa anzuheuern. Mehr habt sie mir auch nicht gesagt. Aber fest steht, dass sie sich der Gefahr bewusst waren. Warum haben sie dann nur einen einzigen Mann geschickt, um sie gegen das Monster zu stellen? Nicht irgendein Mann, sondern Santa. Angesichts dieser enormen Gefahr konnten sie sich an keinen anderen wenden. Bei der Jagd ist kein anderer so schnell und listig wie er. Mit einem ganzen Register an seiner Seite hätte er seine Kraft wohl allein für dessen Schutz vergeudet. Das sagte sie zumindest. Das ist wahr. Es gibt viele talentierte Jäger in unserem Dorf, doch selbst die Besten hätten ihn nur im Weg gestanden. Die Ritter lagen mit ihrer Meinung völlig richtig. Aber trotzdem, es hinterlässt einen faden Geschmack, nicht wahr? Das gilt auch für mich. Indem wir nur einen Mann schickten, haben wir der Welt unsere eigene Schwäche offenbart. Nur fällt es mir zu, anstelle von Santa das Rotauge zu jagen. Hanit, du hast eine andere Aufgabe. Du musst die Hexe finden. Ja, das war der letzte Befehl meines Meisters, bevor der Fluch ihn übermannte. Ich werde Mittel und Wege finden, ihn zu befreien. Ich muss. Santa kann sich glücklich schätzen, solch fähige Freunde zu haben. Mein Jägertalent ist nicht mit seinem vergleichbar, aber er braucht mich und ich werde tun, was ich kann. Ich weiß schon gar nicht mehr, wie oft Santa mit seiner Kraft und seinem Mut für mich da war. Jetzt ist es an der Zeit, mich dafür erklärlich zu zeigen. Ich werde eine Nachricht schicken, sobald ich mehr über dieses Rotauge weiß. Vielen Dank. Habt keine Angst, wir werden den Meister retten. Und schnell raus aus der Stadt. Und schließen wir das Kapitel mal ab. Hanit, wartet. Natalia? Bin ich froh, euch noch erwischt zu haben. Hier, das ist für euch die Reise. Aber das war doch nicht nötig. Es ist nicht vergleichlich mit dem, was ihr und Eliza tut. Nach dem Tod meines Mannes war Santa für mich ein guter Freund. Leider kann ich kein Monster bekämpfen wie ihr beide. Ja, aber ich kann euch die Reise etwas leichter machen. Lasst mich wenigstens das tun. Natürlich, vielen Dank für das Geschenk. Und
eine Sache noch. Versprich mir, nichts Überlegtes zu tun, ja? Auch nicht um Santas Willen. Ich werde aufpassen. Immerhin bin ich dem Meister keine Hilfe mehr, wenn ich selbst getötet werde. Genau. Viel Glück, Hanit. Vielen Dank. Ich verspreche, dass ich zurückkehren werde, zusammen mit dem Meister. Und so ließ Hanit Steingard hinter sich. Ihre Neuaufgabe, Santa als der Außerversteinerung zu erlösen. Sie muss die Seherin Susanna finden, die Santa zuletzt erwähnt hatte. Er mochte nur ein Hoffnungsschimmer sein, aber immerhin. Und so macht sie sich auf in das Frostland, zur Stadt Stillschnee. Es sah so aus, als hätte ihre Reise eben erst begonnen. Heiltraube, anregende Pflaume und Energie, Granatapfel. Howdy. Hey, Hanit. Das Jägerleben ist nicht leicht, oder? Ich bin doch noch Lehrling und kein echter Jägerin. Sag mal, ist euer Meister ein guter Mann? Meiner ist es. Ja, naja, er ist nicht unbedingt mein Meister, sondern lediglich jemand, der... zu dem ich mehr ausschaue als zu den anderen. Ich habe ihn schon seit Jahren nicht gesehen. Trotzdem könnte man kein wilde Bestie davon abhalten, ihn bei Gefahr zu eilen. Entschuldigt, ich wollte auch nur sagen, dass ich weiß, wie ihr euch fühlt. Wie auch immer, vergesst nur nicht, ich bin hier, um euch zu heilen, falls ihr unterwegs verletzt werdet. Daher braucht ihr euch bei meiner Rettung auch nicht zurückhalten. Bei deiner Rettung. Okay. Was ist denn? Ich habe lediglich darauf gewartet, dass ich auch mal etwas sagen kann. Und weil ich jetzt an der Reihe bin, erlaubt mir, euch zu danken aus tiefstem Herzen. Oh. Und so endet das Kapitel und auch der Part. Euch noch einen schönen Tag. Und weil wir gerade über unseren netten Apotheker sprachen, das nächste Ziel ist auch Goldstadt im Küstenland. Muss ich, habe ich sonst irgendwas noch zu tun? Kapitel 3, 3, 2 und 3. Entweder Ophelia oder ihn. Merkwürdig. Ich hab doch noch nie mal Laufbahn gefunden, so viele. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Egal. Aber jetzt auf jeden Fall was in den Part. Euch noch einen schönen Tag und...